Hallo, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Applied Analytics 2 Tutorial. Und heute geht es um das ME Packing Tape. Und das ME Packing Tape wird hergestellt aus 2 Flux Dust, 2 Slime Balls, 2 Paper und zum Schluss noch einmal einen Iron Ingot. Und das Packing Tape hat eine bestimmte Haltbarkeit, 64 an der Stelle. Und wir sind damit in der Lage, unser ME-System ein Stück weit umziehen zu lassen, relativ einfach. Gerade die Sachen, die ein bisschen schwieriger sind, wie jetzt zum Beispiel ein ME-Drive, wenn wir da 10 oder 20 Festplatten drin haben. Oder irgendein Pattern-Terminal oder Provider, wo wir auch ganz viele Patterns drin haben. Dann ist es natürlich ultra anstrengend und ultra nervig, das entsprechend umzuziehen. Und dementsprechend können wir mit dem Packing Tape einfach beigehen und Shift und rechts klicken. Und damit erhalten wir dann hier ein Packaged Device. Und dieses Packaged Device können wir an irgendeiner anderen Stelle, können wir das dann wieder aufbauen. Und dann steht es uns entsprechend wieder zur Verfügung. Oder wir nehmen das wieder zurück und platzieren das wieder zurück. Und das ist die Funktionalität des ME Packing Tapes. Vielen Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Tschüss.